Grüezi miteinander, das ist der Rasenreporter von Würrelos. Heute sind wir das zweite Mal hier in der Restaurant Alter Post Süttiken. Wir haben vor ein paar Tagen das wunderschöne Restaurant, wo wir bereit sind, am Stammtisch sitzen können, gefilmt und berichtet darüber. Wir haben gleich festgestellt, dass mit dem Bericht nicht alles abgedeckt werden kann. Wir konnten zeigen, Dorfbeizen wohin, wo sind Probleme. Der neue Wirt hat es uns gut aufzeigen. Wir haben aber auch festgestellt, dass eben nicht nur der Beizer, nicht nur der Wirt ein Problem hat, sondern wenn wir so ein Restaurant haben, wie wir es hier in der alten Post haben, mit der alten Scheune nebenzu, wirtschaftlich das nicht aufgehen kann. Und darum haben die neuen Eigentümer, Familie Schweinfurt, hatten aus der alten Scheune und aus dem Land nebenzu aus wirtschaftlichen Gründen auch noch einen Block bauen mit Mietwohnungen. Und was aber alles dazu noch braucht, von der Technik, vom Heimatschutz, von der Auflagen, das ist unwahrscheinlich und das kostet Geld. Und wie man das gemacht hat, wie man es miteinander können verbinden konnte, das zeigen wir heute aufzeigen. Und darum ist bei mir jetzt auch der Marco Schweinfurt und der Urs Schweinfurt. Und sie führen uns zu diesen Räumen und die Mietwohnungen durchführen. Und Marco und Urs, herzlich willkommen da, respektive danke, dass wir schon da sein dürfen. Marco, wie ist jetzt das bei dir angekommen, der Neubau? Du bist ja voll drin involviert gewesen, du hast Auflagen gehabt, du hast viel mitgearbeitet. Wie zufrieden bist du mit dem Ganzen jetzt? Ja, sehr zufrieden, weil es ist 3 Jahre her, genau, wo wir eigentlich mal da gehockt sind und eigentlich nach einer Lösung gesucht haben, um können eigentlich die Beiz weiter können zu betreiben, oder? Weil wir haben schon lange vor, dass der Heinz möchte eigentlich gerne verkaufen, aber es ist noch von unserer Seite her, wir haben es gehört, aber nie konkret eigentlich für uns ein Thema wirklich gewesen. Und da sind wir vor 3 Jahren angehockt und haben mit dem Heinz ein Gespräch geführt und haben eigentlich nach einer Lösung gesucht. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass es eben nur so, wie du gerade gesagt hast, eigentlich nur dahin gehen kann, dass wir das Restaurant versuchen, quersubventionieren mit Wohnungen, oder? Und haben dann verschiedenste, wir haben an die 12 verschiedene Vorprojekte gehabt, um zu schauen, wie wäre das möglich, oder? Und nachher ist logisch, dann ist schnell einmal die Frage aufgekommen, können wir überhaupt die Scheuer abreissen? Dann haben wir nachher vom Heimatschutz her haben wir ein Gutachten erstellen lassen, oder? Was ist überhaupt möglich? Wir haben dann auch gesehen, mal, wir dürfen die Scheuer abreissen, wir haben einfach einen Volumenschutz in diesem Bereich. Und dann haben wir dann gesagt, ja, wir brauchen eigentlich alle 12 Wohnungen, dass wir das können quersubventionieren überhaupt. Und dann sind wir eigentlich auch außerhalb von der Nutzung gewesen, oder? Und haben dann durch das einen privaten Gestaltungsplan gebraucht und mussten an die Gemeindeversammlung. Und dann ist Corona noch gerade dazugekommen, hat das noch mal ein halbes Jahr verzögert. Oder? Nichtsdestotrotz, es ist jetzt 3 Jahre her, mit all diesen Auflagen, mit all diesen Hürden, die wir haben müssen gehen, dass wir überhaupt haben können, schlussendlich auch bauen und das realisieren, sind wir sehr sportlich eigentlich unterwegs. Oder? Und durch das freut es mich eigentlich sehr, dass wir eigentlich nach 3 Jahren auch etwas jetzt sehen und eigentlich praktisch fertig sind. Ja. Viele von den Auflagen, die du hier im Restaurant gebraucht hast, haben wir natürlich dann gerade übergezogen also in Mietwohnungsteil über. Und aus vorher haben wir es diskutiert, eine Gemeinde oder so hätte das wahrscheinlich gar nicht machen können wie ein Privat, weil da wären wahrscheinlich viel, viel mehr Kosten dazugekommen und ihr habt das relativ unkompliziert machen, oder? Also ich muss sagen, dass der Denkmalschutz unsere Anliegen verstanden hat und gesagt, das ist ein Problem, das viele Dorfbeizen haben. Die haben ein Restaurant mit einer Scheuer, viel Land für Parkplätze. Und wenn wir die Scheuer nicht abbrechen und einen Ersatzbau herstellen und auf dem Land eine Mietwohnung erstellen, dann hat die Beiz fast keine Überlebenschance, weil viele Wirte sind überaltert, die wollen verkaufen, weil vielleicht ihre Kinder nicht im Gastgewerbe tätig sind. Und da muss ich sagen, hat der Denkmalschutz Verständnis gehabt für unser Anliegen. Und auch mit dem Gutachten hat er die Idee, die wir hatten, gut geheissen. Weil die Scheuer war eigentlich nicht erhaltenswürdig, weil da hat es alles Infrastrukturgebäude drin gehabt, betoniert, verpflastert. Vom alten Stall und von der Scheuer war nichts mehr rum. Und wir haben, aber das geht nur privat, Marco hat beim Abbruch von dieser Scheuer alles alte Holz, das noch einigermaßen brauchbar war, eingelagert. Bretter, Balken. Und hat jetzt mit diesen Balken und Brettern hat er in dem Neubau und im Altbau wieder wunderschöne Sachen gemacht. Und das müsst ihr dann anschauen. Das können wir jetzt anschauen. Marco, ja. Nimmst du uns mit? Sehr gerne.
gehen wir anschauen und können noch weiter etwas dazu sagen. Danke. Marco, da sind wir jetzt noch im normalen Teil vom Restaurant. Früher waren da die normalen WC. Was ist jetzt heute da und was hat es da für Auflagen gehabt? Ja, richtig. Die neuen WC-Anlagen, die haben wir auch ein bisschen sauber getan, auch aus Platzgründen. Und da haben wir das Behinderten-WC, das war auch eine Auflage. Und jetzt das Behinderten-WC, das wird dann tatsächlich einmal gebraucht. Und wir haben nämlich Gini, die Wirtin, ist in einem Pflegeheim tätig. Und sie hat schon gesagt, dass eigentlich alle ihre Kunden eigentlich dann auch werden da essen kommen. Und dadurch, dass das sicher mal genutzt wird, oder? Und eben hat es Auflagen, Höhe, Größe, alles vorgegeben? Ja, das ist richtig. Bei so einem Behinderten-WC, das ist ganz genau durchgenormt, oder, auf welcher Höhe, dass die Stangen müssen angebracht werden, wie nahe das Brünneli muss sein, dass das alles auch funktioniert für einen Behinderten. Ja. Wir haben in beiden Häusern haben wir einen Lift gleichzeitig, oder? Und wir haben auch die ganzen Wohnungen eigentlich so ausgelegt gehabt, dass eigentlich für junge oder auch für ältere Leute eigentlich sind. Oder? Das heisst, wir haben kleine Wohnungen, oder? Wo für Single oder für Pärchen, die frisch zusammengekommen sind, oder auch für ältere Leute, die im Dorf bleiben, oder? Sind die ganzen Wohnungen ausgerichtet. Und dadurch haben wir eigentlich von Anfang an darauf geschaut, dass eigentlich alles behindertengerecht ist, oder? Eben für ältere Leute, die auch einen Lift auf und haben über die beiden Stücke. Nichtsdestotrotz ist heute eigentlich aber auch Standard. Man ist auch heute fängst gezwungen, zum Lift einzubauen und alles schwellen loszubauen. Oft nehmen wir immer Strom, dann geht es. Genau, richtig. Marco, wo sind wir jetzt da und was ist das genau? Da sind wir jetzt in einer Heizverteilung innen, oder? Vom Anbau her. Das heisst, wir haben noch einen zweiten Technikraum mit der Heizung drinnen, oder? Und die Wärme kommt rüber und da wird es wieder in diesem Haus verteilt. Oder? Und gleichzeitig haben wir hier noch die Kühlanlage vom Wirt. Oder? Da hat er nachher ein Tiefgefrier und eine Pluskühlung. Und wir haben auch die ganze Technik eigentlich vom Restaurant oben, ist hier unten, oder? Von der Kühlanlage. Und was für eine Heizung haben wir jetzt da? Wir haben jetzt hier eine Wärmepumpe mit 7 Erdsonden. Und die Leitung und alles, ich nehme an, das ist alles neu gemacht worden? Ja, das war ein grosses Loch, oder? Vorher hat es gar kein Sondergeschoss gehabt. Und das hat mir einen riesen Aushub gegeben. Und das ist jetzt alles da unten, die ganze Technik, die er vorher eigentlich im Scheuerteil oben gehabt hat, oder? Marco, da sind wir im WC. Mich dunkel, wenn ihr da kein Bett mehr gehabt hättet. Was haben wir da gemacht? Ja gut, das ist halt eine rein optische Geschichte, dass wir da aus Holz haben. Aber das ist das einzige Holz, das nicht von der alten Scheure ist. Und dort, wo das Holz herkommt, hat es dafür Holz jetzt neu von der Scheure. Also haben wir bewusst altes Holz wiederverwendet und eingebaut, einfach um ein bisschen den Stil ein bisschen herzugeben? Ja, den Charme und den Stil wieder herzugeben, ja. Und ich das eigentlich sehr schön finde, halt mit dem alten Holz zu arbeiten und optisch schön finden. Das werden nicht bei dir gesehen, nächste Ding? Ja. Ja, ist richtig. Ich habe auch Vordächer und diverse Sachen eigentlich mit dem alten Holz wieder gemacht. Spannend, ist sehr schön. Danke. Marco, sind wir hier in der Tiefgarage. Früher hat es auch keine Tiefgarage gehabt. Ist das eine Auflage oder haben das freiwillig gemacht? Nein, freiwillig macht man so etwas ja eigentlich nie. Wir haben natürlich irgendeine Möglichkeit gebraucht, um weiter können, die vielen Autos unterzubringen, oder? Vor allem auch vom Restaurant. Und wir haben sehr lange eigentlich rumgeknobelt, wie kann man das optimal lösen, wie bringt man wirklich möglichst viele Autos eigentlich ins UG runter, oder? Also mehr optimieren geht jetzt nicht mehr auf diesem Grundstück. Was mir aufgefallen ist, die Parkplätze sind auch relativ gross. Da kannst du auch mit einem grösseren Auto schön reinfahren und schön parkieren, ohne dass es Blechschäden gibt. Ja, das ist halt fängt heute mit den SUVs, oder? Die Parkplätze müssen fängt grösser sein, dass das überhaupt möglich ist. Und gerade bei einem Restaurantbetrieb, wo keine Mietparkplätze sind, oder, braucht es halt schon ein bisschen grössere, dass man ein bisschen bequemer kann parkieren kann. Von daher gehen wir jetzt in den neuen Teil über, von den Mietwohnungen. Bin gespannt. Kannst du eigentlich alles unten durch? Ja. Alles verbunden. Das sieht nach Heizung aus, Marco. Ist das so? Ja, richtig. Da sind wir jetzt im zweiten Haus, im Technikraum, mit der Wärmepumpe gerade da neben uns. Und wir haben dort 7 Erdsonden, die 240 Meter tief sind.
gehen wir die Stege auf. Ja, hat unten keine Wohnung, gell? Keller. Keller müssen wir nicht unbedingt zeigen. Das ist überall das Gleiche, oder? So, jetzt gehen wir in die oberste Wohnung vom Neubau da. Marco, wie viele Wohnungen hat es jetzt hier auf der obersten Etage? Da hat es zwei Wohnungen. Und da gehen wir gerade in die grösste Wohnung rein, eigentlich. Das ist eine 3,5. Ja. Über zwei Etagen ist jetzt die. Ist die schon vermietet? Nein, die ist leider noch nicht vermietet. Ja. Ist eigentlich für mich eine sehr schöne Wohnung. Das ist eigentlich erstaunlich jetzt hier. Ich muss es nachschauen. Ja. Das ist eine sehr schöne Dachwohnung. Ich merke, in der Regel sind die Dachwohnungen immer sehr heiß. Wie haben Sie das gelöst, dass du da nicht die Schweizer kommst oben? Ja gut, das ist mittlerweile einfach Standard. Wir haben das Dach mit 22 cm Steinwollen isoliert und darauf kommt noch 6 cm nachher Weichfaserplatte. Und vor allem die ist nachher auch gegen die Hitze oder gegen die Sonneneinstrahlung. Und das ganze Haus haben wir uns eigentlich entschieden, mit einem Einsteinmauerwerk zu bauen, oder? Und das ist ein 36 Lichtbaustein, oder? Und der hat eigentlich den gleichen Wert, wie wir heute eigentlich eine Aussenwärmedämmung von 16 bis 18 cm eigentlich anbringen tut. Das ist ein rechter Mock, ein 36 cm Stein, hä? Ja, richtig. Aber eigentlich mit einem normalen Mauerwerk, mit diesen 16-18 cm Aussenwärmedämmung, ist man sogar breiter. Also auch dort kann man das wieder ein bisschen optimieren vom Volumen her. Ich denke nur, die Mauern, die Stein, wenn sie lupfen, ist ein schwerer Stein. Das ist richtig, die haben gar keine Freude, weil die können eigentlich den Stein nicht mit einer Hand setzen. Die brauchen beide Hände und durch das können sie eigentlich nicht mit den Killen den Pflaster anrühren und nachher den Stein setzen. Die Mauern eigentlich das Zweite. Für das Haus und für die Wohnung ideal. Ja, richtig. Sogenannte Wirtenwohnung, das ist ein ganz spezieller Raum. Was ist das für ein Raum da? Genau, da haben wir eigentlich von der Wirtenwohnung einen Teil wegnehmen, um einen Raum zu schaffen für die Angestellten. Und zwar, da können sie sich nachher dann umziehen und auch duschen dann. Also das ist separat zugänglich für das Personal, da rein kann? Ja, richtig. Wir haben dann davor noch einen Vorraum gemacht, sodass man eigentlich das Personal direkt eigentlich in den Raum rein kann und nicht durch die Wirtenwohnung muss. Sind das auch schon Auflagen, die es gibt von einem Restaurant oder ist das einfach jetzt zuvorkommen voll gemacht worden? Nein, absolut. Das ist wieder eine Auflage, oder? Das Arbeitsamt tut das eigentlich einem auferlegen, oder? Wenn man gerade in einer Küche ist mit einer Fritteuse und so weiter, muss man eigentlich Möglichkeit hat, geben, dass die Angestellten können gut duschen. Aber das Liegebett oder so, das braucht es nicht. Das braucht es wenigstens jetzt noch nicht in dem Fall, um Mittag Ruhe zu haben. Ja. Marco, da sind wir in der alten Wirtenwohnung. Die haben sie ganz schön wieder hergerichtet mit den alten Balken drin. Was ist zu der sonst noch zu sagen? Ja, wir wollten eigentlich die Wirtenwohnung so sein lassen. Weil einfach haben wir gesagt, die Wirtenwohnung gehört zu den Beiz, weil es schalltechnisch extrem schwierig ist, das anzubringen, so einen alten Bau, dass man das Restaurant nicht hört, aber auch wenn man hier oben eigentlich umeinander läuft, dass man so nicht hören tut. Und wir haben uns dann gleich am Schluss entschieden, dass man die eigentlich komplett eigentlich restaurieren tut und hat die Balken auch wieder vorgeholt. Das hat man in den 70er Jahren hat man die, renoviert. Das heisst renoviert, man hat einfach immer aufdoppelt. Es ist etwa dreimal aufdoppelt worden auf diesen Wänden und auf diesen Balken. Oder? Und da hat man sehr viel müssen ausreißen, dass man jetzt wieder die Balken sieht oder die Wände wieder eigentlich die Dicke haben. Das sind die Originalbalken, hat man die irgendwie behandeln müssen, oder sind die immer noch original, als sie waren?
Ja, wir haben die Bälle gebürstet, dass die wieder eigentlich schön aussehen und haben sie nachher dann gegölt, oder? Noch ein bisschen als Staubschutz. Marco, kannst du noch etwas sagen zu diesen Bälken und zu der Höhe von dem Gebäude da drin? Ja, also an einem 1810, als man das gebaut hat, sind diese Bälke sichtbar gewesen, eigentlich wie jetzt. Und dann hat man etwa 1900 rum, hat man eine Gipsdecke runtergehängt, mit so Lättchen angenagelt. Und auf das auf hat man dann, ich schätze mal so in den 50er Jahren, hat man nochmal eine Gipsdecke aufdoppelt. Und in den 70er Jahren, wo man die Wohnung nochmal recharriert hat, hat man noch eine abgehängte Holzdecke gemacht. Oder? Und dann ist man eben rund 10 cm tiefer gewesen als jetzt die Bälke, also gerade oberhalb von... Ja, also es war extrem erdrückend gewesen, eigentlich die ganze Wohnung. Und wir haben es eben grundsätzlich so lassen wollen, und wo wir dann eigentlich oben den Boden haben wollen, neu machen, oder, zum neu aufbauen. Der ist so morsch und kaputt gewesen und wir sind gerade überall durchgebrochen. Da ist uns auch gar nicht viel anderes übrig geblieben, eigentlich das alles sichtbar wieder, oder in dieser Art zu machen. Oder? Schön geworden. Schön geworden. Ja. Marco, da sind wir im WC. Die Wäschküche habe ich nie gesehen. Ist das da oben? Wie ist das gelöst mit der Wäschküche? Ja, das ist richtig. Eigentlich jede Wohnung hat Wäschmaschine und Tumbler, oder? Und wir haben aber dann noch gemeinsam einen Trocknungsraum. Also wenn jetzt jemand mal nicht will tumblern, können sie die Wäsche noch aufhängen in einem Trocknungsraum. Und der Henke draussen hat es auch noch? Für uns haben wir keinen Henke, nein. Gut, wäre ein bisschen dreckig auf der Straße. Ist heute fängt es nein, aber Abgasen haben wir ja praktisch keine mehr. Aber jede Wohnung hat einen separaten Raum? Ein separater Raum nicht überall. Es hat zum Teil Wohnungen, die haben einen separaten Raum extra für mit Wäschmaschine und Tumbler. Jetzt da, wo wir drin stehen, ist es eigentlich in einem grossen Badzimmer drin, oder? Wäschmaschine und Tumbler. Also jederzeit kann man waschen. Richtig, genau. Und ist nicht abhängig mit den anderen Mietern. So, jetzt haben wir den Rundgang durch. Marco, wunderschön. Also, mir hat das riesig gefallen. Urs, auch zufrieden? Sehr, sehr. Also, ich habe riesige Freude an diesem Projekt. Und vor allem das mit dem Sohn zusammen zu machen, ist natürlich grossartig. Ich glaube, jetzt haben wir das Bier verdient. Wir sind hier im Restaurant Alte Posten. Ich glaube, der Rami hat schon das erste Bier rausgelassen. Rami, ist das so? Genau, das ist so. Das ist unser erstes offizielles Bier im Stammtisch. Für Urs und Marco. Die Marco hat heute wirklich viel gearbeitet. Auch erster Tag, Marco, bitteschön. Danke vielmals.
Urs. Danke sehr. Und der Marc schafft immer viel, oder? Du? Immer, immer. Er ist meine Motivation. Wenn ich ihn sehe, ich bin immer faul nachher. Weißt du, wie er das schafft den ganzen Tag? Das komme ich auch noch mal Motivation den ganzen Tag zum Schaffen. Du schaffst auch viel, ich meine, du bist immer schon voll vorbereitet. Ja, aber nicht wie Marco. Also stoßen wir auf das schöne Restaurant, das schöne Gebäude nebenzu. Gutes Gelingen. Urs, ja, Marco zum Wohl. Rami zum Wohl. Marco, ja. Rami sehr zum Wohl. Mhm. Das schmeckt ausgezeichnet. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt haben wir gleich noch etwas vergessen. Ich glaube, ihr habt noch 4 Wohnungen frei. Wo könnte man denn die noch mieten? Also wir haben die Vermietung von allem zusammen bei der Firma Eisenegger in Regensdorf. Und dort ist zuständig der Manuel Ackeret und Frau Sonderegger. Und wenn jemand Interesse hat, können sich gerne dort melden. Und die schicken alle Unterlagen. Dann tun wir doch das noch einblenden, was jetzt noch frei ist und wo man das kann. Avisieren. Ja. Das tun wir unten durch jetzt noch einblenden. Und nochmal Prost, ja. Alles Gute. Ja. Sehr zum Wohl. Ja. Danke für Prost, ja.